Über 100 Meter lang und 6,50 Meter breit, das ist die neue Brücke, die jetzt Wiederhoske mit Wittichenau verbindet. Wegen erheblicher Schäden musste deren Vorgängerin abgerissen werden. Nach rund 9-monatiger Bauzeit kann der Verkehr nun wieder auf der neuen rollen. Die Brücke ist aus Spannbeton gefertigt und verfügt jetzt auch über einen Gehweg. Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen liegen mit rund 1,1 Million Euro im geplanten Bereich.